Das kann ich dir noch nicht beibringen. Das kann ich selbst noch nicht flüssig genug. Aber wobei ich dir helfen kann, ist die ersten Schritte beim Tapping zu machen. Und darum geht es in diesem Video. Ach übrigens, nebenbei, falls du Interesse am Basslernen hast, generell für AnfängerInnen, für Fortgeschrittene, dann ist es ein sinnvoller Schritt, diesen Kanal zu abonnieren. Okay, also was ist der erste Schritt beim Tappen? Überhaupt erstmal das Tappen selbst. Und da fangen wir mit der leichtesten Möglichkeit an, nämlich mit dem linken Zeigefinger. Da haben wir am meisten Power. Und wir schlagen einfach kraftvoll mit dem Finger auf eine Seite, beziehungsweise die Seite schlagen wir auf das Bundstäbchen, damit ein Sound entsteht. Du merkst, wenn ich den Finger wieder abhebe, dann entsteht so ein Geräusch, was ich nicht unbedingt haben will. Deshalb muss ich dann immer darauf achten, auch die Seite wieder zu dämpfen. Das kann ich entweder mit rechts machen, aber weil ja gerade die rechte Hand beschäftigt ist oder was anderes noch machen soll, kann ich auch darauf achten, das mit links zu machen. Entweder indem ich dann mit den beiden Fingern eine Brücke baue und die Seite immer wieder abdämpfe. Oder indem ich gar nicht mit dem Zeigefinger anschlage, sondern mit einem von den anderen Fingern und die Finger hier unten liegen habe. Kleine Finger geht, Ringfinger, Mittelfinger, dann habe ich aber nicht so viel Finger mehr übrig zum Dämpfen oder Zeigefinger. Geht alles. Also wenn du probieren willst, das mit dem Tappen mal zu probieren, dann schlag mal einfach so an und dämpfe mit den übrigen Fingern. Dann, was das Schöne oft beim Tapping ist, wir haben die rechte Hand frei und können Akkordsachen dazu spielen. Da fangen wir jetzt einfach mal an, erstmal nur eine Note zu spielen zu dem Grundton, den ich hier definiere, und zwar einmal die Oktave. Die Oktave vom A, das ist A, wäre einmal hier. Kann ich so machen, aber ich kann noch weiter auseinander gehen. Ich kann das A zum Beispiel auch hier spielen. G-Seite, 14. Bund. Also hier Grundton, habe ich jetzt mit dem Mittelfinger gemacht, ne? Geht auch. Zeigefinger, Mittelfinger, egal. Und hier die Oktave. Das kann ich nutzen, um hier so Melodiehirns zu spielen. Ist ein bisschen kniffliger. Super Typ übrigens, um den auszuchecken, ist Charles Bertou. Ich mache mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Absolutes Tap-Monster. Also der spielt, der tappt auf dem Bass, wie andere Leute Klavier spielen. Linke Hand, bumm, rechte Hand. Kann ich hier Melodie spielen oder ich kann auch einfach nur den Ton stehen lassen. Oder ich kann auch noch einen Finger dazu nehmen und aus diesen zwei Tönen drei Töne machen, nämlich jetzt einen Powerchord, indem ich hier oben unterhalb der Oktave noch die Quinte dazu nehme. Ne? Also würde ich das alles in einer Oktave spielen, sähe das so aus. Das Prinzip kennst du, kennt jeder Rockgitarrist, aber ich kann das auch so auffächern. Grundton, Quinte, Oktave. Also Grundton, Quinte, Oktave. Und damit kann ich jetzt jeden möglichen Akkord irgendwie anreichern, wenn ich es möchte. So, jetzt bin ich aber noch nicht fertig. Ich kann mit der linken Hand ja auch noch was machen. Bis jetzt habe ich nur mit dem Zeigefinger was gemacht. Ne? Ich kann aber auch hier die Quinte und oder die Oktave spielen. Ich könnte zum Beispiel Grundton, Quinte, Quinte, Oktave spielen. Oder Grundton, Quinte, Oktave, Quinte. Was ich aber auch machen kann, statt die Hände so immer miteinander zu vernetzen, ist zu versuchen, die unabhängig voneinander zu spielen. Also ich kann mit links jetzt auch einfach mal einen Lauf spielen, einen simplen Basslauf, gucke ich jetzt mal, um mir mit rechts so ein bisschen Freiheit zu geben, da auch was zu machen. Zum Beispiel sowas. Na, oder noch einfacher. Muss man nur immer das Dämpfen wieder beachten. Ich spiele einfach A, C, E. Das ist der A-Moll-Dreiklang. Und dann kann ich rechts mit der rechten Hand Melodien spielen. Ich kann aber auch Akkordnoten dazu oder hin oder weg oder wie auch immer einfach so ein bisschen frei spielen. Du
merkst, ich bin selbst nicht so der Ultra-Profi darin, aber das sind schon mal die ersten Schritte, die du machen kannst. Und dann kannst du natürlich selber ausprobieren. Du kannst mehrstimmig spielen, du kannst mit einer Hand hochspielen, mit der anderen Hand runter. Zieh dir mal den Typen Charles Bertou rein auf YouTube. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Du kannst, was habe ich gesagt, Akkorde auf alle Arten, Melodien. Du kannst hier mit der rechten Hand, hier mit der linken Hand tappen und so weiter. Wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Hau rein.